Verona ist nicht nur die Stadt der berühmten Opernfestspiele in der weltbekannten Arena von Verona und des berühmtesten Liebespaares der Welt, nämlich von Romeo und Julia. Verona ist unbestritten eine der schönsten Städte Italiens, mit vielen kulturellen Events, einer ausgezeichneten Küche, gepflegten Weinen, erlesener Handwerkskunst und sprichwörtlicher italienischer Gastfreundschaft. Verona ist auch die Hauptstadt der Provinz Verona und es liegt sehr zentral. 420 Kilometer südlich von München, an der Kreuzung der Autobahn Brenner-Modena und Mailand-Venedig, zentral am Rande der Po-Ebene. Nur 30 Kilometer vom Gardasee entfernt, 100 Kilometer von Venedig und 80 Kilometer von Padua und auch nur 1,5 Autostunden von Mailand. Verona hat mehr als eine Viertelmillion Einwohner und ein Vielfaches davon an jährlichen Touristen. Verona erleben, sich auf den ersten Blick in die Stadt verlieben und zurückkehren, um sie noch besser kennenzulernen. Seit über 2000 Jahren behüten die Mauern der Stadt wertvolle Perlen der Kunst, Geschichte und Kultur. Es sind unerwartete Überreste, die ihren Glanz verbreiten und den Veroneser Bürgern und Touristen aus der ganzen Welt ein einzigartiges und außergewöhnlich faszinierendes Ambiente schenken. Historische und kulturelle Schätze der Menschheit, die Maler, Dichter, Reisende und illustre Persönlichkeiten in jeder Epoche zu verzaubern wussten. Ein Zusammenspiel von verschiedenen Epochen und Kulturen und eine Vermischung der klassischen und germanischen Kultur, der nordischen und Sonnenkultur, der antiken und dynamischen Kultur. Bei einem Spaziergang entdeckt man in den Gassen ein unerwartet harmonisches Nebeneinander von Zeugnissen aus unterschiedlichen Epochen, das einen Schritt für Schritt mehr gefangen nimmt. Wegen der vielen bedeutenden historischen Gebäude, Denkmäler und Überreste vergangener Kulturen ernannte die UNESCO die Stadt Verona 2000 zum kulturellen Erbe der Menschheit. Grund dafür war, dass die Stadt seit über 2000 Jahren wächst und sich weiterentwickelt und dennoch alte Gebäude im besten Zustand zu pflegen wusste. Das gut erhaltene und in das heutige Stadtbild mit einbezogene Amphitheater, die Arena von Verona, wurde wahrscheinlich unter Antonius um 50 nach Christus erbaut. Es entstand zur gleichen Zeit wie das Kolosseum in Rom und ist somit eines der frühen Beispiele für ein von den Römern fortentwickeltes, in Form eines geschlossenen Ovals angelegtes Amphitheater. Man muss sich das Original jedoch mit einer zusätzlichen Außenmauer aus rosafarbenem Marmor vorstellen. Kommen Sie nach Verona und erleben Sie bedeutende Epochen auf Schritt und Tritt.